Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Und nun wollten wir heute die Hauptquest weitermachen. Wenn ich mich recht entsinne. Allerdings nicht mit dem hier, sondern mit unserem Schurken. Und. Huch, nee. Rückführung brauchen wir nun wirklich nicht. Zentrales Lern aus Kia. Da müssen wir ja wieder einmal zurück. So, und ohne große Umschweife werden wir das natürlich tun. Hier lag. Hallöchen, Stelvirn. Also, dieser Severin und seine faule Bande. Sie sollen schon wieder nicht zur Feldarbeit erschienen. Wahrscheinlich lassen sie sich irgendwo in einer Hand Hängematte die Sonne auf dem Pelz scheinen. So wie sie es von ihren Piratenschiffen gewohnt sind. Hast du nicht vielleicht Zeit, eine Runde in der Nähe der Obstplantage zu drehen, nach Severin und seinen arbeitsscheuen Kumpanen Ausschau zu halten? Du erkennst den Halunken an seiner roten Kappe. Wahrscheinlich bedarf es einiger Überzeugungskraft, um die faule Bande zum Arbeiten zu bewegen. Aber bitte versuch es einmal. Ja, wir versuchen's. Mal schauen. Ah, da ist einer. So sei Rasei. Jetzt aufs Feld, sagst du? Mir knurrt der Magen. So kann man doch nie arbeiten. Aber ich bin ein Spieler und biete dir eine Wette an. Wenn du errätst, was ich zum Frühstück hatte, gehe ich auch arbeiten. Käseschinkenbrötchen ohne Käse und ohne Schinken? Triffst du immer so ins Schwarze? Ach, ich bin diesem Magerkost leid. Gut, gehe ich halt. Aber nur, bis ich mir genug Geld für ein gutes Pökelfleisch verdient habe. Okay. Das war der eine. Dann suchen wir nach dem nächsten hier. Wouter. Schon wieder Arbeit. Wir waren doch erst letzte Woche auf dem Acker. Immer diese Plackerei. Wenn du errätst, womit ich jeden Abend meine Sorgen ertränken muss, gehe ich auch arbeiten. Dünner Apfelwein. Wie hast du das nur erraten? Davon kann man ein ganzes Fass saufen und hat immer noch die gleichen Sorgen, sogar eher mehr. Was gebe ich nur für eine Flasche, ach was, für einen Fingerhut voll echtem Rum? Gut, gehe ich halt arbeiten. Den Schnaps gibt's ja nicht umsonst. Nö. In der Tat nicht. So. Müde. Kann sein, dass ich zwischendurch einmal wecken muss, wegen Anruf und so. Aber mal schauen. Da. Eremus. Die Arbeit ruft, ist das dein Ernst? Löwenzahn pflücken ist doch keine Arbeit für einen Seebären wie mich. Da schäme ich mich ja, meiner Axt ins Gesicht zu gucken. Hast du eine Ahnung, was für eine wichtige Aufgabe ich auf meinem Schiff hatte? Zurück. Du hast es erraten. Und meine Axt hat mir dabei immer gute Dienste geleistet. Zack, ein Arm, wusch, ein Bein. Und jetzt mache ich mich auf dem Acker, um Löwenzahn zu pflücken. Wo ist da der Spaß? Nicht vorhanden? Also müsste man sich mal vorstellen, wenn sie keine Arbeit hätten. Ob sie dann immer noch so glücklich wären. Hallo, Ilmer. Stelvion ruft nach mir. Weißt du eigentlich, was ich gerade durchmache? Wenn du auch nur ein bisschen Sympathie für mich aufbringst, komme ich glatt mit.
Eintönig? Du triffst den Nagel auf den Kopf. Es fällt mir nicht leicht, mich an das sesshafte Leben am Land zu gewöhnen. Aber ich will es noch einmal versuchen. Schließlich habe ich meinen Piraten ihrem Wort gegeben. Ja, das hast du definitiv irgendwann mal. Ich glaube aber, du hast es auf halbem Weg vergessen. Sefrin! Hallöchen! Was rufst du hier meinen Namen durch die Gegend? Sefrin, das bin ich. Und wer bist du? Stavion schickt jetzt schon Abenteuer los. Der Alte kann aber auch nichts allein machen. Aber ich bin ja kein Spielverderber. Mal sehen, welche Sklavenarbeit sich der Alte diesmal für uns ausgedacht hat. Du hast dich ja auch schon von ihm einspannen lassen, obwohl dich unsere Arbeit nichts angeht. Halt dich in Zukunft daraus klar. Okay. Wenn du meinst. Wenn du meinst, dass das so richtig ist. Ich glaube, es war ja eher weniger, aber naja. Was weiß ich schon. Na, rauf, 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 schön den Hügel rauf. Stelviren, hallo. Du hast gute Überzeugungsarbeit geleistet. Alle sind erschienen, bis auf Severin. Und das, obwohl du mit ihm gesprochen hast. Immerhin hast du es redlich versucht. Auf dich ist Verlass. Severin ist nie um eine Ausrede verlegen und übt damit einen schlechten Einfluss auf die anderen aus. Ich muss mir ernsthaft überlegen, was ich mit ihm machen will. Ich habe einen etwas pikanten Auftrag für dich. Ich frage dich, weil ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ein Teil der Ware, die wir dem Latagran-Grenzposten liefern, kommt dort nicht an. Ich habe den Verdacht, dass Severin, der mit der Lieferung betraut ist, die Waren unter der Hand verkauft. Gerade habe ich ihn mit einer neuen Lieferung losgeschickt. Verfolge ihn und stelle ihn zur Rede. Du erkennst ihn an seinem roten Kopftuch. Auch wenn er mit der Sache nichts zu tun haben sollte, möchte ich mich wenigstens vergewissern, dass die Orangensäcke, die er transportiert, sicher ihr Ziel erreichen. Na dann. Das dauert ein bisschen. In der Zeit können wir zumindest die jungen Pucks noch erledigen. Da kommen wir halt direkt dran vorbei. Das ist halt zum Beispiel auch etwas, wenn wir zum Beispiel an solchen Aufträgen vorbeikommen, die wir halt ganz fix so erledigen können, mache ich die natürlich. Weil sonst sind wir ja ewig mit Tenotherien beschäftigt. Ich werde halt nur nicht explizit nachsuchen. Aber wenn wir zum Beispiel halt dran vorbeikommen, oder halt auch hier, wenn wir da jetzt dran vorbeikommen würden, würde ich das halt auch machen. Weil sonst wäre das ja, ja, eigentlich vertane Zeit, wenn wir erst dahin, dann wieder dahin. Und das für jeden Part? Ja. Das ist ja nun wirklich relativ simpel. Wir verfolgen die Quest ja nicht aktiv. Da ist Severin. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Bei allen Seeschlangen des Jademeers. Jetzt stecke ich aber bis zum Hals in Schwierigkeiten. Wenn ich jemanden um Hilfe bitte, kommt die ganze Sache ans Tageslicht. Oje. Achso, warte mal. Statt sie erst danach zu suchen. Was ich mit dem Orangen gemacht habe, fragst du? Soll das etwa heißen, dass ich unter Verdacht stehe? Ich, der fleißige, ehrliche Severin, bin durchschaut worden? Gut, gut, gut. Ich gebe die Orangen ja zurück, aber zuerst wirst du meine drei Kumpanen retten. Wir sind dort drüben in der Nähe des Lagerfeuers von einem räuberischen Bande Goblins überfallen worden. Den wollten wir die Orangen verkaufen.
Hallöchen. Okay, das war schon alles. Vielen Dank. Wenn Severin mich nicht niedergestoßen hätte, als er reißaus damit, wäre ich auch allein entkommen. So. Und da sind wir dann auch schon wieder. Ich hatte eben den Anruf, deswegen konnte ich gerade nicht so viel, wie ich wollte. So, machen wir hier den Rest weiter. Tausend Dank! Wenn mein Magen nicht so leer wie Severins Versprechen vom großen Geld wäre, hätte ich mich schon längst aus eigener Kraft befreit. Danke. Severin hat dich geschickt? Ich dachte schon, der Schuft hätte uns verraten. Die Gurgel hätte ich ihm durchgeschnitten. So, bist du da? Hallo, Severin. Sind alle wohl auf? Hagelsturm und Trompetenwind, da bin ich erleichtert. Ich habe gekämpft wie ein Ogre, um meinen Kumpanen von den Goblins zu beschützen. Aber es hat nicht gereicht. Danke, dass du sie befreit hast. Ich will mich also an meinen Piraten-Ehrenwort halten und die Orangen zurückgeben. Ja, vielleicht ist es sicherer, wenn du das für mich erledigst. Wegen der Goblins, verstehst du? Also bring die Leinensäcke zu Ossin am Latagran-Grenzposten und alles ist wieder gut. Okay. Machen wir. So. Ich glaube, da kommen wir tatsächlich zu einer der Nebenquests. Ja, wie gesagt, das werde ich jetzt natürlich machen, weil wir sind hier halt jetzt gerade. Dann kann ich das auch mal ganz kurz mitnehmen. Natürlich Hauptquest. Hauptquest hat Priorität. Eine Lieferung aus Sommerfurt? Da bin ich aber von den Socken. Das ist ja mal was ganz Neues, dass sie pünktlich ankommt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Okay. Und komplett ist die Lieferung auch noch? Jetzt bin ich ja aber wirklich baff. Ihr von den Sommervortöfen könnt es also doch, wenn ihr euch mal anstrengt. Moment, du bist ja gar nicht von dem, nicht der Lieferant, der sonst die Waren bringt. Beziehungsweise der die Waren sonst nicht bringt. Wie auch immer, vielen Dank. Wollen wir hoffen, dass das keine Ausnahme war. Hier ist das Geld für Stilvirn. Okay, gut. Dann. Hast du etwas für mich? Jo, haben wir. Machen wir das einmal schnell. Oh, ein Bericht von Myrgram über die Kobolde? Es stimmt also, dass die Kobolde nun auch im unteren Lanuskia ihr Unwesen treiben. Wir werden unsere Patrouillen verstärken. Früher hatten es die Kobolde eher auf das westliche Lanuskia abgesehen. Dort ist es ebenfalls mit neuen Angriffen zu rechnen. Stilvirn an den Sommervorthöfen sollte davon erfahren. Kannst du ihn bitte warnen? Okay. Das ist, ja. Quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich muss dahin. Okay, hier können wir auf jeden Fall einmal was abgeben. Gut gemacht. Du hast uns eine Menge Arbeit erspart. Denn gerade in der Zeit, wenn die Bäume blühen, ist die Feldarbeit am schönsten. Vielleicht nehmen sich die Ackerpiraten ein Beispiel an dir und engagieren sich in Zukunft mehr für Landwirtschaft. Schön wär's. Und wenn nicht, können wir ja immer noch dich mit der Beseitigung der Ackerpiraten beauftragen. Haha, verzeih mir den Scherz. So, warte, ich nehme das doch mal. Lehne das noch mal kurz ab. Mach das kurz mit dem Hermetiker. Der ist ja unser Regalier.